Ja, wir schauen kurz aus dem Blickwinkel der Wissenschaft. Herr Professor Roland Brühe von der Cato, der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Sitz in Köln und auch mit Tätigkeit in Wallendar, wenn ich das richtig auch wahrnehme, verantwortlich auch für den Bereich Pflegepädagogik. Ich habe heute Morgen noch gelesen, im Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2011, Sie waren Beteiligter und auch mitverantwortlich. Das Thema ist jetzt schon einige Jahre alt. Es ist damals angemeldet worden. Es gab gerade bei den Konsequenzen die Frage nach der Attraktivität, die Sie dort nochmal aufgezogen haben. Und als zweites natürlich die Frage der Ausbildungsreform. Man könnte jetzt sagen, was hat sich in den Jahren aus Ihrer Perspektive verändert oder ist es umso dramatischer geworden? Und Ihre Empfehlungen lauten ähnlich. Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung. Das ist keine Unhöflichkeit, dass ich das Handy hier habe. Ich drücke hier manchmal drauf, damit ich die Uhrzeit im Blick behalte. Und ich freue mich, eingeladen worden zu sein. Vielen Dank. Perspektive der Wissenschaft. Die versuche ich einzunehmen und ich bin ja auch, was diesen Ort hier angeht, in dem Sinne kein unbeflecktes Blatt, weil es ist letztlich 7 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier gewesen bin, weil ich in dem von Frau von Gameten-Ortmann beschriebenen Modellprojekt ja auch eine Rolle hatte, nämlich die in der wissenschaftlichen Begleitung, ne, auf unter anderem meinen und auch also mir und Professorin Hundenborn ist es zu verdanken, dass sich alle mit einem dicken Curriculum auseinandersetzen mussten und das weiterentwickeln mussten, um diese Ausbildung inhaltlich auch zu gestalten. Ich freue mich, dass das Thema hier wieder auf den Plan gerufen wird, weil es ruhig geworden ist, nachdem die 8 Modellprojekte, die vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend gefördert wurden, nachdem sie beendet waren und die wissenschaftliche Begleitforschung ihre Ergebnisse vorgelegt hatte, war in den Medien viel zu hören. Es wurde von den Verbänden wurde viel geschrieben und gesagt zu diesem Thema. Und dann ist nichts mehr weiter passiert. Dann gab es inzwischen ja 2 Absichtsbekundungen im Rahmen von Koalitionsverträgen. Und wir hoffen, dass die Chancen ganz gut stehen, oder ich hoffe das. Aber es ist ruhig geworden um das Thema. Es ist ruhig geworden darum zu schauen, was soll das eigentlich, wo soll das hingehen, und wie Sie ja schon sagten, eher die kritischen Stimmen, die haben jetzt auch vermehrt sich Gehör verschafft. Was ich mir gedacht habe für meinen Beitrag heute, ist vor allem dahin zu gucken, also zunächst einmal, was verstehen wir eigentlich, wenn wir von generalistischer Pflegeausbildung sprechen, was ist darunter zu verstehen? Ich glaube, dass da nämlich viele dass es kein einheitliches Verständnis gibt. Ich finde deswegen den Titel der heutigen Veranstaltung so schön: Eine Pflegeausbildung für alle. So, das ist, weil es letztlich genau das ausdrückt. Also ich würde da gerne zunächst hingucken und dann würde ich gerne auch darauf gucken, was sind denn das für Folgen, die passieren, wenn wir sowas denken und versuchen und umsetzen. Weil da hat uns das Modellprojekt auch wirklich viel, nicht nur Erfahrung, sondern auch Wissen beschert, wo ich so 3 Folgen in der Vorbereitung für heute identifiziert habe, dass nämlich so eine generalistische Pflegeausbildung Transformatorin sein kann, dass sie Innovatorin sein kann und Promotorin. Was ich darunter verstehe, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Doch zunächst einmal, ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Wenn von Pflege, also wir müssen nicht nur gucken, was ist denn generalistische Ausbildung, sondern was ist eigentlich Pflege? Und Sie hatten es auch schon angedeutet, ich finde es sehr verkürzt, wenn immer nur in letztlich das Pflege das ist, was pflegebedürftigen Menschen, die nach dem Sozialgesetzbuch als pflegebedürftig anerkannt sind,
zugutekommt. Das heißt, es wird mir auch zu sehr fokussiert auf Altenpflege und zu sehr fokussiert auf Pflege in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege. Es gibt dieses Krankenhaus noch. Nun komme ich selbst aus der Krankenpflege, will ich sagen, dass ich jetzt mucksch bin, weil man uns gar nicht mehr denkt, sondern es ist eher so, dass alle Bereiche gedacht werden müssen, in denen Menschen pflegerisch unterstützt werden, umsorgt werden. Und das bezieht eben alle drei pflegerischen Ausbildungsberufe ein. So, und was kann man denn nun unter generalistisch vorstellen? Sie hatten es angedeutet schon. Ne? Also so dieses, ich kann ja zum einen denken, ich habe die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege. Die sind erprobt, da ist, weiß man, was zu tun ist. Wir tun die einfach alle zusammen. Und machen sozusagen, addieren das Ganze und haben ein Additionsmodell. Dann kommen wir mit 3 Jahren allerdings nicht hin und es ist eher einfach ein Zusammenmixen. Und wer weiß schon, was passiert, wenn man verschiedenste Zutaten in einen Mixer tut und dann mal mixt und wenn man dann das wieder aufmacht. Man kann aber auch denken, im Sinne einer Schnittstellenperspektive, das, was allen drei Berufen gemein ist, das muss doch dann das Generalistische sein. Also das, wo überall, wo die Schnittmenge sozusagen. Dann haben wir natürlich, wenn man das denkt, fällt natürlich vieles auch herunter, was dann wiederum auch auf bestimmte Menschen, die der Pflege benötigen, zutrifft. Deswegen haben wir, und das war auch die Perspektive des Modellprojekts, immer gesagt, generalistische Pflege kann nur verstanden werden als, und das ist Frau von Gemelten-Ortmann schon drauf eingegangen, dass es etwas Neues ist. Das heißt, man kann sagen, es muss eigentlich eine Transformationsperspektive eingenommen werden. Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist, sondern wir müssen, das ist sehr freundlich, Dankeschön, sondern es muss neu gedacht werden. Und dieses Neudenken ist eigentlich das, was die Schwierigkeit ausmacht. Das bedeutet, dass sich auch alle letztlich zusammensetzen müssen, um erstmal darüber in das Gespräch zu kommen, was ist Pflege letztlich. Es geht letztlich genau darum. Und wenn man so ein Verständnis entwickelt hat, dann ist auch die Tür geöffnet, um sozusagen aus den alten eigenen Bahnen austreten zu können. Und dass das passieren kann, dass das möglich ist, das habe ich unter anderem in diesem Raum immer wieder erfahren, wenn ich mit Lehrenden gemeinsam gearbeitet habe und vor allem auch die vielen Workshops mit den Praxisanleitern waren da eine sehr interessante und fruchtbare Arbeit. Wenn man also so ein Verständnis von generalistischer Ausbildung zugrunde legt, so wie wir es im Modellprojekt damals angelegt haben, dann ist das folgenreich. Sie drehen an einer Schraube und ein ganzes Räderwerk wird in Bewegung gesetzt. Und Wissenschaft hin oder her, da haben wir auch nicht immer mit gerechnet, was da auf einmal alles noch bedacht werden muss. Sondern haben eher identifiziert, so hier müssen weitere Schräubchen irgendwie betrachtet werden und vielleicht ausgewechselt werden oder geputzt werden. Folgen waren zum einen, also dass wirklich so etwas wie Transformation geschehen ist, und zwar zum einen hinsichtlich dessen, dass eine Perspektivenverschmelzung stattfand. Das habe ich auch sehr spannend gefunden in den Gesprächen, wo ich in den Einrichtungen vor Ort war, damals mit der Projektkoordinatorin. Eine Perspektivenverschmelzung, nämlich von dem, was die Gesundheits- und Krankenpflege seit jeher eigentlich im Fokus immer hatte, nämlich es ging um Krankheitsbewältigung. Das war immer der Fokus dieser beiden Pflegeberufe. In der Altenpflege, Sie sagten ja auch, sozialpflegerischer Beruf wurde geschaffen, ja, die Perspektive
ist im Fokus Alltagsbewältigung, also das Leben zu bewältigen mit seinen Einschränkungen, die auch da sind. Und diese beiden Perspektiven, die verschmelzen, wenn man in den Bahnen einer gemeinsamen, einer generalistischen Pflegeausbildung denkt, sodass sozusagen, sag mal, das Beste aus beiden Welten, das kommt hier zusammen. Es ist beides notwendig und hierbei wird es auch bewusst. Und das haben mir auch Altenpflegende im stationären Bereich zurückgemeldet, dass sie sagten, das hätte ich eigentlich auch gerne gewollt, eine Ausbildung, wo die beiden Perspektiven da sind. Also hier findet also eine Perspektivverschmelzung statt. Und die zweite Transformation, die zu beobachten war in dem Projekt, ist bei den Menschen selbst. Nämlich, als wir begannen mit der Arbeit mit den Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern, zu gucken, was ist das eigentlich für ein Modellprojekt und die Frage beantwortet werden musste, muss man nun die Schülerinnen und Schüler mit Samthandschuhen anpacken oder kann man ganz normal mit denen umgehen? Wie ist denn jetzt praktische Ausbildung hier eigentlich gedacht? Und wie soll ich denn bitte schön ein Curriculum anwenden? Ich habe noch nie ein Curriculum in der praktischen Ausbildung anwenden müssen. Als wir diesen Fragen nachgegangen sind, begann das, dass jeder aus seiner Perspektive gedacht hat. Und im Laufe des Projektes, über diese 3 Jahre, wo die Schülerinnen und Schüler hier lernten, wurde ein gegenseitiges Verständnis auf einmal, ein Verstehen ermöglicht, wo auf einmal dieses, ne, was Sie andeuteten, diese unterschiedlichen Blicke, ne, Altenpflege, Krankenpflege guckt ein bisschen auf die Altenpflege herunter, das wurde auf einmal deutlich und es waren auf einmal so Effekte wie, ihr habt ja gar keinen Arzt vor Ort, boah, das könnte ich ja nicht. Also auf einmal so ein Respekt sozusagen von der Seite. Man hat gegenseitig Verständnis entwickelt und es waren gleichzeitig aber auch die Lehrenden. Die Lehrenden waren angehalten, alle Unterrichtseinheiten also gemeinsam zu diskutieren aus allen drei Berufen, weil jeder kommt ja kam ja auch dort aus seinem Ursprungsberuf, das gemeinsam zu diskutieren und um auch praktisch sozusagen in die Atmosphäre der Einrichtungen vor Ort schlüpfen zu können, haben wir die Begleitung, die Praxisbegleitung durch Lehrende vor Ort so organisiert, dass es nicht eine bestimmte Einrichtung ist, die einem Lehrenden zugeteilt wurde, sondern dass es Schüler waren. Und sie haben über die 3 Jahre sozusagen die Schüler an ihren jeweiligen Orten begleitet, sodass hier also auch eine Perspektiverweiterung, ein Verständnis entwickelt werden konnte. Ein zweiter Effekt von generalistischer Ausbildung ist Innovation. Innovation ist ein sehr vielfach gebrauchter Begriff, aber hier in der Tat etwas ganz Neues zu schaffen, nämlich es muss ganz viel neu gedacht werden. Zum Beispiel das Verhältnis von Theorie, also Lernort Schule, und der Praxis, dem Lernort der Einrichtungen, dass dies sozusagen neu bestimmt werden muss, dieses Verhältnis. Und das geschieht einerseits durch ein Curriculum. Dieses Curriculum muss beide Orte miteinander vernetzen, weil es wird ja immer von Kompetenzorientierung gesprochen, Kompetenzen, ne, tut mir leid, liebe Lehrer, aber Handlungskompetenzen werden nicht in der Schule entwickelt. Das kann nicht funktionieren und das war im Projekt auch ganz deutlich, sondern die werden in der Praxis entwickelt. Auf der Basis der Auseinandersetzung, der gedanklichen Auseinandersetzung in Schule. Und dieses Verhältnis neu zu gestalten, das ist eine zwingende Folge, wenn generalistische Ausbildung umgesetzt wird. Dann ist die Rolle von Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern auch neu zu bestimmen und sie ist zu stärken. Das ist auch eine Folge, die im Projekt, aus dem Projekt hervorgegangen ist, welche Bedeutung Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter
haben zum Gelingen einer, auch der Perspektiveinnahme. Und auch Beurteilung muss neu gedacht werden. Ich hatte schon den Begriff der Kompetenzorientierung erwähnt. Wir haben im Projekt geguckt in den verschiedenen Einrichtungen, wie findet denn Beurteilung in der praktischen Ausbildung statt, und hatten ein Sammelsurium an Instrumenten und haben festgestellt, dass unterschiedlichste Perspektiven da drin sind, aber keine Kompetenzperspektive. Und das hat uns geholfen, ein Instrument, ein Instrumentarium zu schaffen, um sozusagen Entwicklung in Kompetenzen auch auf der Grundlage des Curriculums über die Zeit beobachten zu können und einschätzen zu können. Also hier ist sozusagen auch etwas ganz, ganz Neues geschaffen. Und sozusagen, dass diese Kompetenzorientierung sozusagen die gemeinsame Perspektive sein kann und dass das, was wir haben, um miteinander in das Gespräch zu kommen. Eine dritte Folge von generalistischer Ausbildung, ich habe es jetzt mal Promotorin genannt, das ist die Ausbildung Promotorin, weil sie befördert etwas, sie befördert nicht nur den, also einen neuen Blick auf die oder vielleicht auch eine größere Wertschätzung von Pflege, sondern hinsichtlich der Pflegenden, das ist auch schon erwähnt worden, haben wir hier einen Effekt, dass die eine größere den Absolventinnen und Absolventen steht eine größere Breite an Arbeitsorten zur Verfügung, der am sogenannten Arbeitsmarkt, was ich ein furchtbares Wort finde, ne, als ob man seine Seele verkauft, an diesem Arbeitsmarkt hat man eine größere Flexibilität und das über die Grenzen dann sozusagen auch hinaus, weil dann davon auszugehen ist, dass das dann eben auch den entsprechenden EU-Vorgaben entspricht. Und machen wir uns nichts vor, schon jetzt sind Pflegende aller Pflegeberufe in allen Einrichtungsarten vorhanden. Das heißt, dass es geht hier um einen Fakt, der bereits da ist. Und dieser Fakt hat zur Folge, dass ich mich frage, wenn ich... haben diese Personen dann überall an jedem Ort auch die notwendige, nicht nur Qualifikation, sondern auch Kompetenz, um adäquat zu versorgen? Und das wäre jetzt, sozusagen dann die zweite als Promotion, sozusagen Beförderung für die Patienten, Bewohner, Klienten, dass hier eine Versorgung geschehen kann von Personen, wo sie davon ausgehen können, sie haben die entsprechenden Kompetenzen auch wirklich erworben. Und es ist eine ganzheitliche Perspektive. Ich weiß, dass auch der Begriff, ne, Ganzheitlichkeit auch sehr schwierig ist, aber ganzheitlich auch in dem Sinne, dass wir hier diesem Anspruch in dem Sinne nachkommen können, dass eine Pflegekraft sozusagen den ganzen Menschen mit seinem gesamten Weg vor Augen haben kann. Und ich fand es sehr interessant, dass Schülerinnen und Schüler berichtet haben, dass sie ein und denselben Menschen in ihren verschiedenen Einsätzen wiederentdeckt haben. Also in der Wohnung, dann haben sie ihn im Krankenhauseinsatz wiedergesehen und später im Altenheim wiedergesehen. Also so dieses, dadurch auch dieses Verbindende festzustellen. In dem Sinne ist wenn eine generalistische Pflegeausbildung gedacht wird und umgesetzt wird, bleibt nichts so, wie es war. Und das macht Angst. Entsprechend der Denkstiltheorie von Ludwig Fleck könnte man sagen, die Beharrungstendenz bei bestehenden Denkstilen ist unglaublich groß. Und das ist das, was wir in der Zwischenzeit in den Jahren erleben, dass hier das Neue, was begegnet, nämlich das Denken in einer gemeinsamen Pflegeausbildung, dass das Widerstände hervorruft im Sinne von, es ist nicht kompatibel mit dem, wie ich bisher gedacht habe. Es ist auch nicht kompatibel, weil es vielleicht das in Frage stellt, was meine Grundüberzeugungen sind. Und das bedeutet, dass diese Beharrung
Also es kann nachvollzogen werden. Es wird auch nicht von einem auf den anderen Tag weggewischt werden können, auch wenn wir entsprechende gesetzliche Grundlagen bekommen werden, sondern es wird ein neues Denken sich entwickeln müssen. Es wird eine neue Denkgemeinschaft sein, nämlich, Sie haben gesagt, Sie sind überzeugte Generalistin. Vielleicht ist das dann so eine Denkgemeinschaft der Generalisten, die sich dann entwickelt, und weil es ganz neu gedacht werden muss. Ja, das wäre jetzt sozusagen ein Blick gewesen von meiner Seite aus auf nochmal eine Begriffsbestimmung und auf einen Blick auf die Folgen, die generalistische Ausbildung haben kann. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, die wir nachher haben werden. Vielen Dank. Ja, man könnte sagen, es passt ja alles heute Nachmittag, denn wir freuen uns ganz besonders, Herr Laumann, dass Sie nun unter uns sind.